Hallo, guten Morgen oder je nachdem, guten Abend, wenn ihr das Video jetzt wieder schaut. Ich sitze mal wieder hier auf der Bank und quatsche mit euch. Vorneweg muss ich euch mal sagen, also ich liebe diese Videos ja hier total. Ne? Ich weiß, dass meine Beauty-Videos, also wenn ich zum Beispiel ein DM-Haul drehe oder hochlade, dann wird er ja wahnsinnig gut geklickt und ich bekomme dann auch viele Abonnenten dazu. Hallo, falls ihr mich jetzt neu entdeckt habt, herzlich willkommen hier bei mir. Aber mein Herz hängt auch an diesen Videos hier, weil ich hier irgendwas euch liefern kann und das Gefühl habe, das ist halt sehr sinnvoll, diese Themen, die ich mit euch hier bespreche. Und ich hoffe so sehr, dass ich einige Menschen oder Frauen von euch erreiche, vielleicht über Sachen nachzudenken, vielleicht verändert man auch Sachen oder bestätigt Sachen, die man nochmal so reflektiert. Ein ganz tolles Thema, was ich mir überlegt habe, ist heute zum Thema Patchwork Family. Also Patchwork heißt eine Familie, die aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist. Also mit verschiedenen Partnern, Kindern, von anderen Partnern und trotzdem seid ihr eine Familie. Ich weiß nicht, ob euch das betrifft, so wie mich. Mich betrifft das und deshalb dachte ich mir, ich spreche da heute mal drüber und erzähle euch mal so meinen Standpunkt, weil das ist echt ein heikles Thema. Und auch ein sehr sensibles Thema. Also ich weiß, dass da auch viele Frauen dran zu knabbern haben und auch Männer, weil das ist natürlich immer schwierig, dass man einen neuen Partner hat, der vielleicht schon Kinder mitbringt. Also da gibt es halt immer diese Vergangenheit, die ja jeder Mensch von uns hat. Wenn wir keine 18 mehr sind und wir lernen einen Partner kennen, dann hat er meistens schon eine Vergangenheit. Das heißt, einen anderen Partner, eine Partnerin und eben auch Kinder. Was ja aber sehr Wundervolles ist. Und für mich ist das mittlerweile so, das war aber auch ein Prozess, also ich musste das auch für mich erst so lernen. Am Anfang war das für mich ziemlich schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Vielleicht so grundsätzlich kann ich euch ja schon mal sagen, ich kenne beide Positionen. Also ich selber bin ein Kind, was einen Vater hat, der damals gegangen ist und wieder eine neue Frau hatte. Also ich bin auch ein Kind quasi von so einem Mann. Und auf der anderen Seite habe ich selber einen Mann, der auch schon zwei Kinder mitbringt. Also ich kenne beide Positionen. Und deshalb weiß ich auch, wie sensibel dieses Thema ist und wie wichtig das wieder ist. Jetzt könnt ihr wieder lachen und denken, oh, jetzt kommt sie wieder. Das Allerwichtigste ist, in allem, was wir machen, sollten wir das aus Liebe tun und mit Verständnis und aus dem Herzen. Und dann ist eigentlich das Größte schon geschafft. Und unsere ganzen negativen Gedanken wie Neid, Missgunst, Eifersucht, die wir ja alle in uns tragen und die immer wieder hochkommen, das kenne ich alles, dass man das irgendwie unter Kontrolle bekommt. Wenn man das einmal geschafft hat, dann kann das was ganz Großartiges sein. Also ich spreche aus Erfahrung. Ihr könnt jetzt wieder denken, ah ja, was redet sie denn? Ich spreche aus absoluter Erfahrung. Weil für mich war das sehr schwer damals. Also ich war ja auch schon mal verheiratet, mein Mann war verheiratet. Wir haben uns kennengelernt, dann haben wir uns beide scheiden lassen. Das war eine sehr turbulente Zeit, da kann ich auch noch mal gerne ein Video dazu abdrehen. Und dann waren da diese Kinder. Und das war für mich am Anfang schwierig und auch für ihn war das schwierig. Und ich war natürlich auch irgendwie völlig so unbedarft. Ich hatte keine Ahnung, was jetzt irgendwie auf mich zukommt. Und dann hat man ja auch manchmal so Freunde, die einem dann nicht so gut zureden, ne? Und man hat Freunde, die einem sehr gut zureden. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die meinte zu mir damals, wachse an deinen Aufgaben. Und diesen Satz, den habe ich immer wieder im Ohr und den sage ich auch anderen Freundinnen, die in so ähnlichen Situationen sind. Wachst an euren Aufgaben, die ihr bekommt. Und seht die Dinge als Herausforderung. Und das ist halt dieser Lebensweg, den wir gehen. Und deshalb sitze ich auch jetzt hier und rede dann mit euch. Und ich finde es so toll, dass ich das jetzt dann hier auch irgendwo nochmal erzählen kann. Das war für mich also damals ein Weg und auch ganz schön schwierig, also erstmal damit klarzukommen. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar für meinen Mann, wie liebevoll er mit seinen Kindern umgeht und auch seine damalige Frau, wie großartig diese Frau war, dass sie eben nicht gehetzt hat. Sie hat eben nicht gegen mich und gegen meinen Mann gehetzt und hat die Kinder instrumentalisiert, weil man verletzt damit die Kinder so sehr. Das dürft ihr niemals vergessen, wenn ihr einen Vater habt,
und der trennt sich, aus irgendeinem Grund trennen sich die Eltern und dann wird einem immer gesagt als Kind, aber dein Vater, der ist ganz schlecht und schlecht. Das nehmen die Kinder persönlich. Und das ist so schmerzhaft, dass ihr verletzt damit das Kind. Also falls ihr jetzt in der Situation seid und ihr habt einen Mann und ihr trennt euch und ihr seid sauer und du bist sauer auf diesen Mann, dann kannst du das nicht mit deinem Kind besprechen. Das kannst du bei einer Freundin erzählen. Du kannst dich bei einer Freundin über diesen Menschen auslassen und deinen ganzen Frust abladen. Aber niemals bei deinem Kind. Weil das Kind hat nur diesen einen Papa. Und wenn man dann dem Kind sagt, dass der Papa ein schlechter Mensch ist, dann verletzt du damit dein Kind. Und das geht nicht. Und das muss man aber erstmal lernen, weil ich weiß, wir sind alle emotional und man kann vieles auch nicht steuern. Ich nehme mich da ja auch nicht raus. Aber ich weiß, dass ich das niemals machen werde, weil ich das halt aus eigener Erfahrung kenne und man darf das nicht tun. Ich war so, so froh über diese Frau, dass sie eben nicht böse über diesen Mann hergezogen hat, sondern es gibt da keine Rivalität zwischen den Kindern. Heute ist das so ein großes Geschenk, dass ich weiß, dass meine beiden Kinder diese großen Geschwister haben. Und es ist einfach so schön. Also die suchen auch die Nähe zueinander. Und die haben auch Wege gefunden, wie die miteinander kommunizieren. Weil ja mein Sohn spricht jetzt nicht so gut Niederländisch. Er versteht es ganz gut, aber er spricht es halt selber jetzt nicht so. Und wenn die dann zusammen sind, haben die aber trotzdem ihre Wege gefunden. Und die Großen können natürlich jetzt mittlerweile sehr gut Deutsch und das ist einfach total schön. Und wenn wir dann alle zusammen sind, dann ist das immer eine Mischung aus Holländisch, Deutsch, Englisch. Also es ist irgendwie ganz schön und es ist eine wahnsinnige Bereicherung. Und ich bin zutiefst dankbar, dass wir das haben, weil wenn mir jetzt was passieren würde oder meinem Mann, dann weiß ich, meine Kinder haben ihre großen Geschwister und das ist das größte Geschenk. Und ich habe in meinem Leben einfach zwei Kinder dazu bekommen, zwei wundervolle Menschen, für die ich eigentlich ja nichts gemacht habe. Ich habe die ja nicht großgezogen und die sind jetzt einfach mit bei uns. Und das ist einfach so schön. Und genauso wünsche ich mir auch, dass wenn ich mir überlege, mein Mann würde mich verlassen, dann würde ich mir natürlich auch so sehr wünschen, dass er meine Kinder auch so gut behandelt. Ihr müsst das immer versuchen, von mehreren Punkten so zu beleuchten. Und ich weiß, wie schwer es ist und man ist emotional und man ist eifersüchtig, gerade auf Ex-Partnerinnen, Partner. Das ist ein ganz heikles Thema. Ich nehme mich davon auch nicht raus. Also ich war das auch und ich habe das aber komplett geschafft. Und da bin ich einfach mal sehr, sehr froh und stolz auf mich. Und ich hoffe so sehr, dass ihr vielleicht das auch so beleuchten könnt. Und vielleicht überlegt, die Situationen, die Rollen zu tauschen. Ich finde es immer gut, sich in den anderen Menschen hineinzuversetzen. Und nicht immer nur aus seiner Sicht heraus immer so negativ. Und dann hat man ja auch so ein gewisses Denkmuster, wo man so drin hängt. Versucht, das aufzubrechen. Und bestenfalls geht ihr auch zu einem Therapeuten und redet mit dem darüber, weil es ist echt sehr wichtig. Eure Familie hängt da dran. Und wenn ihr diese kleinen Kinderseelen, nenne ich das jetzt mal, eure Kinder, wenn ihr die kaputt macht, dann sind die kaputt. Dann brauchen die da jahrelang, entwickeln irgendwelche Angststörungen, was weiß ich, haben kein Selbstbewusstsein. Ihr könnt da so viel zerstören. Und genauso das Gegenüber, genauso könnt ihr großartige, selbstbewusste, geliebte Kinder hochziehen. Also ihr habt die Entscheidung. Die Entscheidung liegt ganz bei euch. Ihr habt es in der Hand. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema und das kann man eigentlich auch nicht, das kann ich auch gar nicht jetzt hier in so einem Film abarbeiten, das geht gar nicht. Aber vielleicht euch so Denkansätze geben, was ich immer wieder sage, dass ihr vielleicht überlegt, was könnt ihr verändern? Wo tut es euch besonders weh, wenn euch das Thema jetzt betrifft? Oder ihr habt es einfach richtig gut geschafft. Kann ja auch sein, ihr habt das hinter euch und ihr habt es geschafft. Oder ihr habt es vielleicht nicht so gut geschafft und guckt dann mal jetzt, was ihr noch da verändern könnt. Man kann ja auch dann mit den Kindern drüber reden. Und auch sagen, wenn man Fehler gemacht hat, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ihr könnt immer mit euren Kindern reden und euch entschuldigen und Sachen besprechen und denen sagen, dass ihr sie lieb habt und dass ihr da Fehler gemacht habt. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube ja auch, dass nichts umsonst passiert. Jeder geht seinen Weg, jeder hat diese Aufgabe und es gibt auch nichts Perfektes. Das ist auch nochmal sowas. Also vielleicht rede ich generell auch nochmal so zu diesem Thema, wenn man einen Mann hat, der eben schon eine Vergangenheit mitbringt, weil ich ja jetzt als Frau hier sitze, dann
ist das auch immer so eine Sache. Also es gibt ja nichts Perfektes. Man kann ja dann auch immer sagen, ja, warum habe ich mir denn das jetzt nur aufgelastet? So, aber es gibt ja nichts anderes, was vielleicht besser klappt. Ne? Ich habe auch Freundinnen, die dann sagen, na ja, Mensch, jetzt habe ich das so und mich belastet das so und eben diese Vergangenheit von ihm, damit komme ich nicht zurecht. Es heißt aber ja nicht, dass es dann den Prinzen gibt, der irgendwo um die Ecke steht und auf euch wartet, wo alles rosarot ist. Den gibt es ja nicht. Es gibt ja immer diese Baustellen und diese Arbeit, die man da leistet. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Mir geht es nochmal um dieses, denkt an die Kinder, denkt als Familie, was das für ein Geschenk sein kann, für eine Bereicherung. Versucht wirklich so das Gute zu sehen und arbeitet an euren negativen Gefühlen. Und die sind natürlich da. Und es ist auch richtig, dass die da sind. Und ihr könnt euch auch, wenn ihr jetzt einen Partner habt und der hat euch irgendwas richtig verletzend angetan, dann könnt ihr da auch mit eurer besten Freundin euch sowas von aus. Könnt ihr alles machen. Aber macht's nicht vor euren Kindern. Macht's nicht vor den Kindern von ihm. Er ist der Papa von denen. Und die Kinder haben damit nichts zu tun. Die können das nicht bewältigen. Die haben diesen emotionalen Horizont noch nicht, so wie wir Erwachsene. Da müsst ihr eure Kinder einfach schützen. Es ist ein großes Thema, ich weiß. Und mich würde total interessieren, ob ihr da Erfahrungen habt. Habt ihr auch Patchwork-Familien? Also ich kenne ja sehr viele Patchwork-Familien. Ich kenne aber auch jetzt in der Schule zum Beispiel von meinem Sohn oder von der Kita ganz viele Familien, die ganz normal sind, also wo nicht gepatchworked wurde, also wo die ganz klassisch zusammen sind. Habe ich sehr viele Freunde. Ich selber, das hält sich so die Waage zwischen Patchwork und normal. Aber was ist denn normal? Das ist ja jetzt nur, dass ihr wisst, was ich meine. Es würde mich immer interessieren, wie das in eurem Umfeld ist. Habt ihr auch das? Kennt ihr das? War das für euch schwer? Oh, jetzt geht hier wieder der Wind so schön. Jetzt kam hier so ein Fahrradfahrer vorbei und ich habe die Kamera so nach oben gehalten und der guckte mich so völlig so an, so, was macht die da? Bestimmte Sachen versteht man erst später. Versteht ihr mich? Also, dass man Sachen erlebt und man geht so einen bestimmten Lebensweg und erst nach Jahren denkt man sich, aha, ich verstehe es. Und das ist natürlich nicht so einfach. Und wenn ihr jetzt gerade in so einer festgefahrenen Situation steckt, wo ihr denkt, ach, ich will das gar nicht hören, was die redet und ach, mich interessiert das nicht, diese Vergangenheit von dem und so, das nervt mich alles, der hat eine Frau, die will nur unser Geld. Das ist ja meistens so das klassische Ding. Dann versuche ich trotzdem, euch nochmal aufzufordern, denkt trotzdem an die Kinder, die können nichts dafür. Wachst über euch hinaus. Und irgendwann, ich verspreche das euch, in ein paar Jahren, werdet ihr vielleicht an mich denken und denken, ja, die hatte eigentlich recht. Je älter man wird, desto mehr relativiert sich das ja. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und wenn euch diese Videos hier gefallen, so wie mir, ich mag das hier total, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder abonniert mich gern kostenfrei. Dann verpasst ihr keine Videos mehr, auch keine Beauty-Videos mehr, die ja auch immer kommen. Ja. Und dann wünsche ich euch alles Liebe. Genießt einfach diesen schönen Herbst. Ich sage es immer wieder, weil wir haben einfach diesen wundervollen Herbst. Es ist eine so schöne Jahreszeit. Ich glaube, die war seit Jahren nicht mehr so schön wie dieses Jahr. Echt, ich bin so begeistert. Also alles Liebe für euch und bis bald.